Es waren die buddhistischen Klöster, Wats genannt, die mich vor allem hierher führten, deren Schönheit und Ausstrahlung ich erleben wollte. Noch heute prägen sie stark das Leben der Menschen. In Bangkok, der Hauptstadt Thailands, beginnt unsere Rundreise. Ungefähr 10 Millionen Menschen leben hier. Den dichten Verkehr mit seinem Lärm gilt es zu ertragen. Rund 400 Tempel gibt es in der Stadt. Ich freue mich auf morgen, wenn ich einige bei Tag erlebe. Ende des 18. Jahrhunderts entstand als Umsetzung der Vision von König Rama I. der schönste Tempel in Thailand, der Wat Phra Kheo. Er sollte in Formgebung und Ausschmückung die großen Vorbilder in den früheren Hauptstädten Sukhothai und Ayutthaya übertreffen. Am Eingang wachen mächtige Dämonen. Ihre Aufgabe ist es, die bösen Geister fernzuhalten. Von Gold strotzend zeigt sich der riesige Chedi. Er beherbergt eine Reliquie Buddhas. In der spitztürmigen Bibliothek werden die heiligen Schriften des Buddhismus aufbewahrt. Gleich daneben das königliche Pantheon. Auf der oberen Terrasse des Wat Phra Kheo stehen sagenhafte Wesen, die Garudas. Sie sind halb Vogel, halb Mensch. Der Bod ist das heiligste Gebäude der Palastanlage, in der normalerweise Zeremonien der Mönchsgemeinde stattfinden. In diesem Wat lebten jedoch nie Mönche. Eine herausragende Besonderheit für gläubige Buddhisten befindet sich im Bod des Tempels, der Smaragd-Buddha. Diese Statue stammt aus dem 15. Jahrhundert. Sehr schön ist auch das Äußere des Bod gestaltet. Ein Wandelgang umschließt die gesamte Tempelanlage. Er ist geschmückt mit Szenen aus den Ramakien, der thailändischen Version eines indischen Heldenepos. Es schildert die Abenteuer von König Rama, Prinzessin Sita und dem Affengeneral Hanuman in ihrem Kampf gegen den Dämonenkönig Ravana. Ende des 19. Jahrhunderts wurde der Palast als Residenz für König Rama V. entworfen. Die Marmorfassade im Stil der Renaissance verrät europäischen Einfluss, während das Dach traditionell thailändisch gestaltet ist. Thank you.
Wat Po ist das größte und älteste Kloster Bangkoks. Es wurde im 16. Jahrhundert gegründet. Der ruhende Buddha ist hier beim Übergang ins Nirvana dargestellt. Seine perlmuttverzierten Fußsohlen stellen die heiligen Symbole des wahren Buddha dar. Mit der Fähre überquere ich den Chao Phraya, um zu dem Wahrzeichen von Bangkok zu gelangen, dem Wat Arun. Der Tempelturm ist mit fast 70 Meter Höhe der höchste in Thailand. Als mythischer Berg Meru symbolisiert er das hinduistisch-buddhistische Weltbild. Seine Mosaikverkleidung aus Porzellanscherben stammt aus dem 19. Jahrhundert. Wir verlassen die Hauptstadt und beginnen unsere Rundreise durch Thailand und Laos. Zwei ähnliche und doch gegensätzliche Länder. Ich bestaune das Können des Holzschnitzers. Wir fahren zu einer Attraktion, dem schwimmenden Markt. Allgegenwärtig ist das verehrte thailändische Königspaar. König Bhumipol gilt als die Seele der Nation. Eine traurige Berühmtheit erlangte die Bahnstrecke am Quai. 1942 wurde mit dem Bau der Todesbahn von Thailand nach Burma begonnen. Die japanischen Besatzer wollten in kürzester Zeit eine mehr als 400 Kilometer lange Versorgungsstrecke durch den Dschungel legen. 200.000 Kriegsgefangene, die als Arbeiter eingesetzt waren, starben dabei. Unterernährung, Tropenkrankheiten und Folter gehörten zum Alltag. Amerikanische Bomber zerstörten 1945 die Brücke über den Quai. Die heute so viel besuchte Sehenswürdigkeit ist ein Nachbau mit einigen Originalteilen. Im Museum wird diese Zeit dokumentiert. Thank you.
Zwei Tage genießen wir eine ungewöhnliche Unterkunft. Idyllisch und fern der Zivilisation wohnen wir mitten im Fluss. Das tägliche Bad ist für die Gesundheit der Elefanten wichtig. Einfach und zweckmäßig sind die Häuser gestaltet und eingerichtet. Der Straßenhändler scheint Abnehmer für seine gebratenen Ratten zu haben. Thank you.
Bis zum 18. Jahrhundert war Ayutthaya die glanzvolle Königsstadt, bis die Burmanesen sie zerstörten. Heute sind nur noch Palastreste und Tempelruinen zu besichtigen. Vom Wat Prasi Sapet blieben drei Chedis stehen. In ihren Kammern bergen sie Buddha-Statuen, die sterblichen Überreste von Königen und deren Insignien. Dieser Naturpark ist einer der beliebtesten in Thailand. Ein Blutegel, Gott sei Dank nur auf dem Hosenbein. Diese Stecken haben eine besondere Bedeutung. Sie sollen die Flussgeister bannen, damit sie keinen Schaden anrichten. Auf dem Weg nach Phi Mai gibt es einen Fotostopp beim Wat Sorapong. Es ist erst 10 Jahre alt und trägt den Namen des berühmtesten Schauspielers von Thailand. Mit seinem Geld und zusätzlichen Spenden hat er diese Anlage errichten lassen. Thank you.
Interessant ist für mich der Besuch einer Töpferwerkstatt. Die Kleinstadt Pimai weist eines der besterhaltenen Bauwerke der Khmer-Epoche in Thailand auf. Der Prasat Phanom Rung wurde im 10. Jahrhundert errichtet. Steinmetzarbeiten zeigen Szenen aus der hinduistischen Mythologie. Im Südgiebel des Tempelturms ist eine klassische Khmer-Szene zu sehen. Der tanzende Gott Shiva. Allerdings sind hier schon vor langer Zeit Kunsträuber am Werk gewesen. So ist manches beschädigt oder gar ganz verschwunden. Im Innern ruht Buddha auf einer zusammengerollten Schlange sitzend. Einen Durchmesser von fast 80 Meter besitzt dieser Banyanbaum, auch bengalische Feige genannt. Im Laufe der Zeit entwickeln sich die Luftwurzeln nach Erreichung des Bodens zu vielen kräftigen Stämmen. Grenzübertritt nach Laos. Es dauert lange, bis wir passieren dürfen. Obwohl ca. 200.000 Menschen in der Hauptstadt Vientiane leben, hat sie den Flair einer gemütlichen Kleinstadt. Unser Stadtrundgang beginnt zunächst mit einer Jause in der skandinavischen Bäckerei. Der Wat Sisaket überstand als einzige Tempelanlage die Zerstörung Anfang des 19. Jahrhunderts durch die Siamesen. Eine vorgebaute Säulenhalle und eine umlaufende Veranda kennzeichnet das Gebäude. In dieser Pagode fanden einst die Krönungszeremonien für die laotischen Könige statt. Im Wandelgang sind hunderte von Buddha-Statuen aus verschiedenen Materialien ausgestellt. Mit dem Wat Si Muang ist eine ungewöhnliche Legende verbunden. Beim Bau im 16. Jahrhundert stürzte sich eine schwangere Frau als glückbringendes Menschenopfer in die Baugrube. Seither ist dieser Tempel ein Pilgerziel, vor allem für Frauen, die um Erfüllung ihres Kinderwunsches beten. Ein Blickfang ist das Tor des Sieges, ein dem Pariser Vorbild nachempfundener Triumphbogen. Ursprünglich war das Monument den Helden der königlichen Armee gewidmet. 1995, anlässlich des 20. Jahrestages der kommunistischen Machtübernahme, wurde das Bauwerk in das Denkmal der Revolutionshelden umgewandelt. Tat Luang ist das Nationalheiligtum und Wahrzeichen der Stadt. Seit Menschengedenken zählt diese Anlage zu den bedeutendsten buddhistischen Pilgerstätten des Landes.
Der Wat wurde Mitte des 16. Jahrhunderts nach siamesischen Vorbildern errichtet. Kleine, pavillonartige Kapellen befinden sich auf allen vier Seiten. Vor dem Eingang zum Wat gibt es für die Besucher viel Unterhaltung und Einkaufsmöglichkeiten. Ein Tagesausflug führt uns in die Randgebiete von Vientiane. Wasserbüffel suchen ihre Nahrung. Immer wieder prägen Reisfelder die Landschaft. Aus der mit einer Pumpe geförderten Sohle wird in diesem Betrieb Salz gewonnen. Gemeinsam mit Sandra und Tobias genieße ich das opulente Mahl, um danach den Folkloretänzen zuzuschauen. Mit einem Inlandsflug erreichen wir unser nächstes Reiseziel, Luang Prabang. Diese laotische Stadt ist seit 1995 ein UNESCO-Weltkulturerbe. Morgens 6 Uhr. Auch ich warte vor dem Sonnenaufgang auf ein Ereignis, das beeindruckend ist. Die Morgenspeisung der Mönche. Der Almosengang hat mit Betteln nichts zu tun. Die Mönche sollen ihre ganze Kraft für ihre geistige Vervollkommnung einsetzen können. Daher muss ihr Geist frei sein
von der Sorge um die tägliche Schale Reis. Die freiwillig gebenden Gläubigen können damit Verdienste ansammeln und sich somit eine günstigere Ausgangsposition für ihr Leben nach der Wiedergeburt verschaffen. Mit seinem fünffach übereinander gestaffelten Satteldach ist der Wat Mai einer der größten und prächtigsten Sakralbauten von Luang Prabang. Vergoldetes Schmuckwerk ziert die Giebel und Säulen. Die Pagode ist ein Paradebeispiel der nordlaotischen Tempelarchitektur und weist eine reiche Innenausstattung auf. Ein Museum ist der ehemalige Königspalast. Er war einst der magisch-religiöse Mittelpunkt des Reiches. Gegenüber dem früheren Königspalast steht der kleine Wat Pahuak. Aus der Gründungszeit der Pagode in der Mitte des 19. Jahrhunderts stammen bedeutende Wandmalereien. Mehr als 300 Stufen führt ein steiler Treppenpfad durch üppiges Grün hinauf zum Gipfel des heiligen Tempelberges. Der berühmteste Tempel von Luang Prabang ist der Wat Xian Tong. Der Name bedeutet das Kloster der goldenen Stadt. Auf der südlichen Giebelseite blüht der Flammenbaum des Lebens als naiv gearbeitetes Glasmosaik. Dieser Baum hat in der asiatischen Mythologie seinen festen Platz. Mehrere kleine Kapellen umgeben die Hauptpagode. Kleine Teigfladen werden in diesem Familienbetrieb zubereitet. Yo,
Dem Erdgeist, der beim Bau des Hauses aus dem Boden vertrieben wurde, dient das größere Geisterhäuschen als Wohnsitz. Daneben steht meist das Häuschen für den Luftgeist. Vorbildlich ist der Wat Xieng Muan restauriert. Jeder männliche Tai sollte einer alten Tradition entsprechend mindestens 3 Monate seines Lebens als Mönch verbringen. Nach dem Noviziat, das in der Regel 1 bis 2 Jahre dauert, kehren die meisten Mönche in ihr früheres Leben zurück. Junge Mönche sollen sich auch handwerkliche und künstlerische Fähigkeiten aneignen. So leisten sie als Bildhauer, Maler, Steinmetze oder Töpfer ihren Beitrag zur Erschaffung und Instandhaltung der Heiligtümer. Relativ schmucklos ist der Wat Tat Luang, die älteste und seit vielen Jahrhunderten in ritueller Hinsicht bedeutendste Pagode. Ein Tempelfest wird gefeiert. Auf dem Nachtmarkt werden vor allem Textilien angeboten. Den letzten Tag unseres Aufenthaltes in Luang Prabang verwenden wir für einen Tagesausflug in die Umgebung. Unser erstes Ziel ist eine Weberei. Nachdem sich die Seidenraupen verpuppt haben, wird der Kokon gekocht, um die Raupen zu töten. Danach kann vorsichtig der Seidenfaden abgewickelt und weiterverarbeitet werden. Wir besuchen einen laotischen Volksstamm.
In diesem Betrieb wird unter anderem aus Lumpen handgeschöpftes Papier hergestellt und verarbeitet. Eine schöne Wanderung bildet den Abschluss der Tour. Frühmorgens fahren wir zum Fluss, um auf dem Mekong die nächsten 2 Tage zu verbringen. Wir besuchen die Tampum-Höhle, die sich gegenüber der Mündung des Pak U befindet. In der Höhle gibt es tausende stehende und sitzende Buddha-Statuen in allen Größen. 200 bis 200 Jahre alt, aus Holz, Metall oder Stein. Alle mit dem fast gleichen, halboffenen Augen der Einsicht, still, weise, zeitlos. Zum größten Teil wurden sie als Votivgaben von Gläubigen gestiftet, die damit ihr Karma im ewigen Rat der Wiedergeburt mit Verdiensten anreichern wollen. Was für ein Fluss! Mehr als 4000 Kilometer lang ist der Mekong die Lebensader Südostasiens. Unser Boot muss wie alle anderen behutsam seinen Weg zwischen Felsen, Stromschnellen und Sandbänken suchen. Nach der Übernachtung in diesem Ort bin ich auf dem Weg zur Anlegestelle der Boote.
Die vielen Fahrtstunden auf dem Schiff verbringt jeder auf seine Weise. Wir müssen zuerst zur laotischen Passkontrolle, um anschließend den Mekong als Grenzfluss überqueren zu können. Am Goldenen Dreieck geht der Blick über drei Länder: Thailand, Myanmar und Laos. Dieses Gebiet war früher für seinen intensiven Mohnanbau bekannt. Einer der wohl ungewöhnlichsten Tempel Thailands befindet sich in der Nähe von Chiang Rai, das Wat Rong Khun. Seit 11 Jahren baut ein thailändischer Künstler mit seinen Studenten an dieser Anlage. Die weiße Farbe soll die Reinheit Buddhas symbolisieren. Bei der Mittagsrast schaue ich mir die heißen Quellen von Chiang Rai an. Eier werden im heißen Wasser gekocht und anschließend verkauft. Chiang Mai ist der letzte große kulturelle Höhepunkt auf unserer Reise. Fast 100 Tempel soll es dort geben. Von der Stadtmauer sind nur noch Reste zu sehen. Der Wat Pra Sing ist das religiöse Zentrum der Stadt. Baubeginn war Anfang des 14. Jahrhunderts. Schön sind gut erhaltene Wandmalereien. Auf dem Rückweg komme ich am Wat Chedi Luang vorbei und es verlockt mich, es näher zu betrachten. Yeah.
Noch heute umgibt ein Stadtgraben die Altstadt. Vom Bergmassiv Doi Suthep reicht der Blick weit über Chiang Mai. Nahe dem Gipfel steht der vielbesuchte Wat Doi Suthep. Es ist eine der am höchsten verehrten buddhistischen Tempelanlagen Nordthailands. Im Chedi sind Buddha-Reliquien aufbewahrt. Der Wandelgang zeigt Szenen aus Buddhas Leben. Glück bringt das Läuten der Tempelglocken. Der Sage nach hat der Elefant des Königs durch dreimaliges Brüllen und dreimaliges Kreisen um sich selbst den Standort des Chedi bestimmt. In jeder größeren Stadt gibt es einen Nachtmarkt. Mehr als die angebotenen Speisen interessiert mich der Bereich, in dem Blumen gekauft werden können. Eine Tour bringt uns zu dem Bergvolk der Karen, das als ethnische Minderheit im Norden Thailands lebt. Traditionell betreiben sie Landwirtschaft. Darüber hinaus sind die Männer als gute Elefantenführer und die Frauen für ihre Webkunst bekannt. Viele Eindrücke nehme ich von Chiang Mai mit. Der Nachtzug bringt uns zurück nach Bangkok. Nach der Ankunft in der Hauptstadt fahren wir mit Minibussen und Fähre zu unserem letzten Reiseziel, der Insel Koh Chang.